Das Stage-Theater an der Elbe füllt sich. Über 1800 Menschen sind gekommen, um unter anderem ihn zu sehen. Dominik alias Mattes. Der 15-Jährige ist einer der Hauptdarsteller des Erfolgsmusicals Das Wunder von Bern. Maske, Kostüm, Mikro, alles muss sitzen. Und nach einem letzten Soundcheck beginnt die Show. Alles klar. Gut, danke. Sechs Stunden zuvor. Schulschluss für den Neuntklässler. Nach Erdkunde, Deutsch und einer Doppelstunde Englisch stehen erst einmal Mittagessen und Hausaufgaben an. In Gedanken ist Dominik schon bei der Show. Meine Lieblingsstelle ist dann das Finale, weil dann so das Happy End ist und wir alle nochmal zusammenkommen, also die ganze Familie. Am meisten mag ich den Applaus, weil man dann merkt, dass die Leute das gut finden, was man gemacht hat. Vor knapp einem Jahr hat sich Dominik bei Stage Entertainment zum Casting beworben. Seine Mutter Christina unterstützte ihn dabei. Ein talentierter Kinderdarsteller für das Musical Das Wunder von Bern wurde gesucht. Bis 2011 spielte Dominik bereits in Disneys Musical Tarzan mit. Also Dominik ist nach Tarzan, ich glaube das waren 2 oder 3 Jahre, zu Stage School gegangen und hat jeden Samstag seine Stunden Musical-Unterricht genommen. Dann kam eben diese Ausschreibung für das Casting Wunder von Bern. Und da hat er sich beworben, ein Casting, noch ein Casting und hat dann seine Rolle gekriegt. Als es dann hieß Premiere, er hat seine Premiere, saßen wir im Zuschauerraum und waren fürchterlich nervös. Mein Mann sagt, ich habe einen ganzen See unter mir. Es war Wahnsinn. Neben dem regelmäßigen Bühnentraining geht Dominik aber auch seiner anderen großen Leidenschaft nach, dem Tanzen. Also das, was ich gerade gemacht habe, ist Folklore, also russischer Volkstanz. Morgen gehen wir mit dem Tanz zum Wettbewerb in Hamburg. Das ist so die erste Runde. Letztes Jahr waren wir da mit einem anderen Tanz. Da war ich noch mit einem anderen Mädchen. Da sind wir dann bis nach Portugal zur Weltmeisterschaft gekommen und dann, ich glaube, 9 von 12. Eine Stunde vor der Show. Dominik kommt am Theater an. Seit im November 2014 die finale Zusage kam, gehört er zu den bislang 5 Kinderdarstellern, die die Hauptrolle des kleinen Matthias Lubanski spielen dürfen. Melanie Vollmatt-Michaelis ist eine der beiden künstlerischen Leitungen der Kinder. Sie betreut die kleinen Darsteller vor und nach jeder Vorstellung. Ich kenne Dominik schon ziemlich lange. Als er mit Tarzan durch war, ist er zu mir gekommen zum Unterricht. Und da hat er sich immer mit seinem Buch hinterm Sofa versteckt, damit er ja nicht singen muss. Und immer wenn er dran war, ist er dann dahinter herausgeklettert und hat gesagt, ja okay, dann singe ich. Und dann hat er sich eigentlich gar nicht getraut. Und dann ist er gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und als er vor mir stand, hat er gesagt, ich würde gerne beim Wunder von Bern mitmachen, kann ich Audition machen, war ich sehr verwundert. Und dann hat er sich aber entschieden und seitdem steht er jetzt auf dieser Bühne, singt 3 Stunden lang solos und ist nicht mehr nervös. Also da ist echt was passiert. Nicht mehr als 30 Tage im Jahr dürfen die Kids arbeiten und maximal 2-mal pro Woche auf der Bühne stehen. Anders als bei anderen Musicals dürfen sie aber bis zum Schluss mit auf die Bühne. Denn den Applaus haben sie sich wirklich verdient. 20 Minuten vor der Show. Die letzten routinierten Handgriffe werden getätigt. Die Aufregung sieht man Dominik gar nicht an. Er ist eben ein echter Bühnenprofi. Ich habe die Show jetzt schon ein paar Mal gespielt, also ist das nicht mehr so schlimm. Das Theater ist restlos ausverkauft und das Publikum wartet bereits gespannt. Also viel Spaß, Dominik, und toi toi toi.